Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Creepypasta Land. So, wir machen uns jetzt auf die Suche nach den restlichen Medaillen. Wir haben ja bisher nur die weiße und die rote Medaille, genau. Uns fehlen aber, wir brauchen insgesamt 6, oh mein Gott. Uns fehlen also noch 4 Medaillen. Ich weiß, eine muss sich ja im Theater befinden. Wir wissen nur leider noch nicht so genau, wie wir da rankommen, weil wir brauchen erst noch eine andere Medaille, um an die Medaille zu kommen. Wo ich schon exakt alles abgesucht habe, war jetzt in unserem eigenen Haus und im Haus von Ben. Da ist nichts mehr zu holen. Das heißt, es muss irgendwo anders sein. Also würde ich sagen, beginnen wir erstmal hier oben uns nochmal umzuschauen. Weil hier haben wir uns, glaube ich, auch nicht so super tolle umgeguckt. Oh, interessant. Okay, ist hier nochmal ein... Hä? Waren wir hier gewesen? Aber hier ist ja gar nichts. Ich würde ja sagen, wow, amazing, aber hier ist nichts. Okay, gucken wir uns hier noch um. Cool, eine Yu-Gi-Oh! Karte, auch gut. Welche waren das jetzt? Ich glaube, ihr hattet geschrieben, Lavender Town hatte ich vergessen reinzumachen. Genau, das müsste die eine sein. Und dann haben wir aber eben ja noch eine eingesammelt. Welche war das denn? Schauen wir nochmal. Boah, die Musik ist hier so schrecklich. Creepypasta World, Ghost Card. Ah, ist es die hier vielleicht? Oh, ich bin mir nicht sicher. Ich habe da so ein schlechtes Erinnerungsvermögen. Die sollten wirklich so chronologisch nach Reihenfolge des Einsammelns geordnet werden im Item-Screen. Das würde mir unheimlich helfen, um mich klar zu... Oder Sonic Exe. Das könnte es auch sein, ne? Die kommt mir jetzt nicht so bekannt vor. Den Tailstole habe ich, glaube ich, schon mal gesehen. Und es würde ja auch theoretisch storytechnisch hier passen. Okay. Was ist das? Ach nee, das sind... Nein, ich wollte gar nicht zurück. Ich habe noch gar nicht alles angeguckt. Was haben wir hier noch? Hier kommen wir nicht lang. Ah, noch eine Yu-Gi-Oh!-Karte. Sehr schön. Oh je, jetzt wieder herausfinden, welches ist. Hatten wir schon die von Lucas Boato? Ich glaube schon, ne? Würde ich eigentlich sagen. Halt, das da! Calling from Hell? Das kenne ich nicht. Oh, the calling from the hell. It's a trap card. Oh, das ist gruselig. Das Bild mag ich gar nicht. Okay, wir haben nur leider immer noch nicht das gefunden, was wir finden wollten. Oh, hier ist auch nichts. Scheiße. Hier auch nicht. Und hier ist Tails Prower. Nee, hier ist nichts. Huch. Gucken wir nochmal. Aber ich habe jetzt alles abgesucht hier. Aber gut, wir haben 2 Yu-Gi-Oh!-Karten gefunden. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Und eigentlich ist da noch so ein Ort da rechts, aber... Quatsch, da links. Ja doch, da rechts. Voll durcheinander. Ich habe sogar die Büsche abgesucht hier schon mal in der Gegend. Ist der immer noch da? Ich gehe nochmal zu dem Haus da runter. Ich hoffe, wir kommen da lebend hin. Bitte lass uns in Ruhe. Aber ich glaube, er ist nicht mehr da. Kann das sein? Schauen wir uns hier nochmal um. Vielleicht ist auch was an der Uhr. Da stand ja vorher... Nee. Okay, es geht nicht. Ja! Wir haben blaue Medaille. Blaue Medaille. Was steht denn da jetzt? The truth is in your mind. Okay. Sehr schön. Dann können wir hier ja nochmal speichern. Das ist ja super. Können wir ja darüber speichern. So. Jetzt haben wir also 3 von 6. Na super. Aber ich meine, es hätte geheißen, ich bräuchte die Purple Medal, um da... im Theater das rauszubekommen. Aber wo zum Teufel sind da noch Medaillen zum Einsammeln? Oh je, Mine. Wo könnte denn noch was sein? Hier, er ist ja doch noch da! Scheiße. Oh Gott, Schock. Was war denn hier eigentlich links? Hey, stell dich mir nicht in den Weg, Mann. Hier hatte ich eigentlich ja auch alle... Ah, gucken wir hier nochmal, ob hier irgendwo was ist. Vielleicht doch noch in einem dieser Häufchen? Nee. Was war hier? Das Theater. Sonst müssen wir mal... Aber die hatte ich ja eigentlich auch abgesucht. Hier kamen wir noch nicht rein, ne? Weil wir brauchen den Key of Nothing to open it. Wir schauen nochmal, ob ich das vielleicht doch aufkriege, was da war. Ich weiß nur jetzt gerade nicht, in welchem Zimmer das war. War das hier und da im Mülleimer? Hä? Hatten wir die nicht schon gefunden? Achso, ja, hatten wir. Wir können nur 1000 Kopien davon einsammeln. Da
Du hast die tritzeljahrste Kopie. Ah, oder war das hier? Da unten? Nee. Nee, 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 nee. Ich will nicht nochmal einen Comic lesen. Okay. Sonic Axis sind wir aber auch noch nicht begegnet, ne? Wo war denn das? Ich bin mir ganz sicher. Irgendwie unten rechts irgendwo war das. Och, nö. Ich will hier wieder raus. Hier war das nicht. Oder? Wo war das? Ah, vielleicht hier. Oh Mann, die grüne Medaille brauchen wir. Okay, scheiße. Wo kriegen wir die grüne Medaille her? Oh, dann wird die grüne Medaille wohl nicht auch hier sein. Also ich kann es mir zumindest nicht vorstellen. Die grüne Medaille. Ein Baum oder was? Aber ich habe eigentlich alle Bäume schon untersucht. Nee. Ich glaube, ich habe wirklich alle untersucht. Vielleicht fehlt hier noch einer. Nee. Okay. War hier noch was gewesen? Wir benutzen nochmal den Long Key. Nein, 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 nein. Ich will hier nichts gucken. Ah, okay. Wartet mal. Also wir wissen jetzt, wo zwei sind. Also einmal dieses Abandoned-Haus da und im Theater. Wo könnte denn was fehlen? Also falls es jetzt noch viel länger dauert, mache ich einen Cut, okay? Weil jetzt muss ich überlegen. Mir fällt jetzt gerade nicht ein, wo noch was sein könnte. Bei Slender war eine gewesen. Wo hatte uns die Zeit dann als nächstes hingebracht? Doch eigentlich war zuerst Slender und dann das hier? Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Ich würde ja sagen, hier ist irgendwas. Ich untersuche nochmal alles. Alle. Boah. Hi! 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 Oh, oh. Das hat mich voll erschreckt. Okay, wir haben den Key of Nothing entdeckt. Ich guck nochmal, ob hier auch die Medaille oder so ist. Oder ob die Medaille dann da ist, wo man den Key of Nothing halt verwendet. Okay, also schauen wir mal. Dann würde ich sagen, speichern wir und probieren das mal aus, ne? Da sind wir mal ganz mutig. Konnte man hier speichern? Hier war auf jeden Fall ein Speicherplatz, hier links, ne? Speichern wir mal hier, das ist recht nah. Ja. Ja, dann hoffe ich, dass wir da die Medaille kriegen, weil sonst weiß ich auch nicht so genau, wo wir die herbekommen. Oh Gott, was wird uns da erwarten? Ey, immer stellst du dich mir in den Weg. Und dann muss ich jetzt außen rumlaufen. So unfair. Also, los geht's. Da bin ich ja mal gespannt. Jetzt kannst du nicht mehr zurück. Hä? Ah, okay, eine Hintertür. Oh nein. I'm dead 666. Okay. Hä? Hä? Das war's? Mehr ist da nicht? Sicher? Ich meine, okay, er hieß auch Key of Nothing. Vielleicht, weil da halt nichts ist. Ich weiß es nicht. I'm dead 666. Okay, also ich finde hier nichts. So, also... Tja. Wo finden wir den grünen Schlüssel? Da wären wir immer noch beim gleichen Problem. Lass mich vorbei! Puh, geschafft. Ist hier vielleicht doch irgendwo an den Steinen? Aber ich dachte eigentlich nicht. Eigentlich hatte ich das doch nachgeguckt, alles. Nee, wir hatten das alles nachgeguckt. Ich erinnere mich dann an nichts mit... Hier ist eine Medaille, aber du kannst nicht nach ihr greifen. Ah, verflixt. Ja, ich habe dich ausgetrickst. Wir gucken hier nochmal. Ob hier doch noch irgendwo was ist? Ich verstehe das nicht. Aber eigentlich war es auch immer... War es immer in Behältnissen, die Schlüssel? Ich überlege gerade. Oder war es wo auch immer? Hier ist es leider nicht. Hier ist auch nichts. Nö. Nö. Im Himmel. Oh, danke. Sonst war doch immer wenigstens der Hinweis, dass da die Medaille war. Das ist ja doof. Jetzt lass mich mal kurz überlegen. Welche brauchten wir wo? Scheiße, das weiß ich jetzt nicht.
Da, grüne Medaille. Du musst nur oder sowas grün. Ohne die grüne kannst du sie nicht nehmen. Scheiße, das weiß ich jetzt nicht. Sorry, Leute, aber ich glaube, das hier liegt näher. Aber viel näher. Das können wir mal machen. Aber ich glaube, hier war die Purple. Ja. Okay. Hä? Wartet, da liegt eine grüne Medaille drin, aber ich habe doch eine grüne. Jetzt komme ich langsam durcheinander. Ach, ist auch egal. Ich denke, mit der werden wir ja jetzt wohl hier drüben im Theater das uns holen können. Zweite Tür von links. War das gewesen? Der macht mich echt fertig. Jedes Mal sagt er uns Hallo. So. Ja, Purple. Super, fast geschafft. So. Dann fehlt uns nur noch die letzte. Und dann können wir uns das schöne Ende anschauen. Wobei ich nicht weiß, ob das gute Ende wirklich gut ist. Sehen wir ja dann. Lass mich vorbei. Genau, hier rein. So. Dann gucken wir uns an, was der Satz noch ergibt letztendlich. Genau, jetzt sollten wir mit dir reden. Wo ist es denn? Just have... the courage to face... den Mut, dich zu stellen... dem Dämon! Mal gucken. So, dann müssen wir jetzt hier lang. Und da konnten wir ja auch nochmal speichern, ne? Ey, diese Musik ist so unpassend. Ach, naja, egal. So, hier sind die 6 Medaillen. Ich sehe, du hast die 6 Medaillen. Also ist die letzte Silbermedaille hier und sie sagt, deinen Ängsten musst du dich stellen. Aha. Nun haben wir die geheime Nachricht, indem wir alle Medaillen zusammenlegen und den Zauberspruch aufsagen. Saladem et es aroga es metnuch. Oh, cool. Die 7 Medaillen sind fusioniert und haben eine Goldmedaille ergeben. Wir haben die Goldmedaille und da steht, die Wahrheit ist in deiner Seele. Du musst nur den Mut haben, dich deinen Ängsten zu stellen. Wenn du bereit bist, komm zu mir. Rede mit mir und wir werden das Ritual durchführen, um den Fluch aufzuhalten. Okay, ich speichere nochmal. Und dann können wir es meinetwegen machen. Nun, Nessie, das Ritual wird dich in eine andere Dimension schicken. Und wenn du zurückkommst, wird deine Aura voller heiliger Kräfte sein. Deswegen können dich die Dämonen dann nicht mehr verletzen. Aber es ist ein gefährliches Ritual. Du könntest dabei sterben. Es ist genau wie ein Boss-Rush-Mode in einem Spiel. Du musst dich hintereinander all deinen Ängsten stellen. Die Regeln sind einfach. Du musst einfach nur rennen, bis du ein Hexagramm findest. Oh Gott, okay. Also lass es uns tun. Efek et Oasavni et Modo de Invasao de Schreffe. Das ist Portugiesisch rückwärts geschrieben einfach. Okay, egal. Also rennen. Zeig mir, was du kannst. Oh mein Gott, das ist so gemein, dass er Abkürzung kann. Nein! Oh nein! Nein! Oh. Nein! Scheiße! Das ist wirklich gemein. Okay, lass mich kurz überlegen. Bei Slender war es rechts, bei Sonic war es rechts. Okay, kriege ich aber hin. Okay. Oh, dieses Gelache, ey. So, links. Links. Runter und rechts. Oh mein Gott. Wo war es denn? Nein, ich habe mich verlaufen. So kann er denn überall langlaufen? Das ist so unfair. Oh. Okay. Oh, lauf. Oh, sorry, ich muss mich gerade konzentrieren, deswegen kann ich nicht so viel sagen. Oh, bitte. Hi. Nein!
Leute, das werde ich niemals nicht schaffen. Wenn dieser Hund am Ende kommt, werde ich es niemals schaffen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Das ist ja wohl ein Scherz. Das kann ich unmöglich schaffen. Scheiße, Mann. Wie soll ich denn das hinbekommen? Ich krieg den Hund sowieso schon erst nach 100 Versuchen hin. Oh Gott. Oh Gott. Nein! Also ich versuch's jetzt noch einmal. Okay, dann brauche ich aber erstmal eine Pause. Ich hab da echt nämlich nicht so einen Bock drauf eigentlich, dass ich jetzt jedes Mal die Jagden machen muss und am Ende an diesem Hund scheitere. Das ist wahrscheinlich auch das Letzte, ne? Wir hatten danach keine weiteren Verfolgungsjagden. Das ist immerhin eine kleine Erleichterung, aber trotzdem ist es scheiße. Oh, ich vergesse das immer ein bisschen. Oh Gott. Einmal noch, okay? Einmal noch. Und dann wäre ich nicht abgeneigt, also falls jemand total Bock drauf hat. Wenn jemand echt Lust darauf hätte, mir ein Safe Game zur Verfügung zu stellen, hätte ich da nichts gegen. Weil, also, dieser Hund hat mich schon so viele Nerven... Ach, scheiße. So viele Nerven gekostet und ich werde das, glaube ich, nicht hinbekommen. Jedenfalls nicht ohne Nervenzusammenbruch zu erleiden. So. Ja, ich mache es. Ja, danke. Nein, oh Mann. Was ist denn los gerade? Nein, nein. Oh, Kacke. Also einmal noch, dann reicht's aber. Das Problem ist, ich komme einfach mit diesem Hund halt nicht klar. Das wäre ja alles nicht so schlimm. Ich wäre ja bereit, das zu probieren, wenn es irgendwie ein bisschen glücksabhängig wäre oder so. Aber ich krieg's ja einfach grundsätzlich immer nicht hin, den Hund. So. Okay, hoch. War jetzt schon rechts? Ich glaube ja, ne? Ja. Okay, und nun? Ah ja. Der ist eigentlich echt nicht so schlimm, wenn man einmal weiß, wie das funktioniert. Wow. Ja, wann kommt denn das Pentagramm? Da! Oh! Nein! Ach Gott! Also ich höre jetzt erstmal auf. Ich versuch's vielleicht ein bisschen, aber wenn mir jemand ein Safe Game zur Verfügung stellen will, weil das zufälligerweise gespielt hat und möglicherweise... Ja, aber es geht ja wahrscheinlich nicht. Vielleicht kommt dann eine Sequenz danach, ne? Ja, meine Lieben, ich werde es ein bisschen noch versuchen, okay? Kann ein bisschen dauern, bis die nächste Folge kommt, aber ich bemühe mich. Also dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.